Jetzt folgt noch Tani Otoshi. Dafür müssen wir hinter seine Füße kommen und sein Gleichgewicht muss auch hinter seinen Füßen sein. Das geht ganz gut, wenn wir den Arm hier einmal losmachen. Nach vorne kurz ziehen und dann mit dem Arm hinter seine eigene Ferse ziehen. Jetzt steht er schon total instabil, wenn wir jetzt loslassen würden, wird er umfallen. Wir verstärken das noch, indem wir mit unserem linken Fuß das komplette Bein dahinter legen. Dabei ist es wichtig, dass wir, wenn wir das machen, ich zeige es mal von hier, den Fuß nicht mehr hier irgendwie aufstellen, sondern einfach den Schwung wieder nutzen, dahinter legen und unser ganzes Körpergewicht dafür einsetzen, um ihn mit runterzuziehen.